und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Vanishing of Ethan Carter. Ja, in der letzten Folge hatten wir es ja mit einem Astronaut zu tun. Wahrscheinlich einer von den Entwicklern von The Astronauts. Wahrscheinlich auch ein kleiner Spaß. Da hat wahrscheinlich der kleine Ethan eine Geschichte geschrieben. Oder beziehungsweise es wurde so implementiert, dass eine Geschichte geschrieben hat über Lichter, die hier irgendwo auftauchen. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn man dann gleich so etwas einbauen kann. So, gibt es hier noch etwas? Wir müssten natürlich mal in jede Ecke schauen, nicht, dass wir hier irgendetwas von der Story verpassen. Aber ich glaube, hier hinten sieht es so aus, als wäre hier einfach mal nichts. Nö, also hier ist nichts. So, na gut, gehen wir mal weiter. Und schauen mal, ob wir jetzt hier bei dem Bahnübergang vielleicht noch etwas finden. Wir gehen natürlich dann gleich hier über diese Brücke mal drüber und schauen, was es da noch gibt. Aber ich möchte natürlich alles erkunden, in der Hoffnung, dass wir eventuell noch etwas Kleines finden. Was ist hier oben? Hier gibt es bestimmt eine tolle Aussicht. Boah, cool. Das sieht wirklich super schön aus, muss ich sagen. Ja, und da schauen wir einfach mal, was uns dann auf der anderen Seite erwartet. So, aber hier gibt es wirklich nichts mehr. Ich möchte euch jetzt auch nicht zu lange aufhalten mit der Natur. Aber hier, das können wir vergessen, hier gibt es nichts mehr. Finde ich schön, dass die das trotzdem noch so ein bisschen gemacht haben, dass man hier doch alles noch ein bisschen irgendwo erkunden kann. Nur schade, dass es nicht noch irgendwelche kleinen Sachen gibt, die man hier entdeckt. Aber es ist ja wirklich auch nur ein kurzes Spiel, also hier ja, noch mehr reinzustecken, das wäre, glaube ich, Quatsch. Also, da kann man bei Steam kaufen, das Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viel das mittlerweile kostet. Ich glaube, wo ich es gekauft hatte, waren es 19 Euro oder 9 Euro. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ist jedenfalls auf Steam erhältlich. Und ich habe hier, spiele ich zurzeit die Remastered sozusagen. Es gibt zwei Versionen, diese Redux-Version und die normale Version. I've seen every version of people hurting each other. Hurting themselves. We blame it on compulsion, selfishness, madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Ja, jetzt ein bisschen hier auf die Bank sitzen und einfach mal hier in die Ferne schauen. Das wäre auch toll. Auch hier super tolle Grafik. Finde ich echt schön gemacht, das Spiel. So. Okay. Dann gehen wir hier einfach mal etwas weiter und irgendwie ruckelt das gerade. Ich hatte gerade meine Grafikkarte doch etwas zu tun. Ja, sei es nicht zu verdenken bei der tollen Grafik hier. So, was gibt es denn hier noch Feines? Ein altes Haus, da werden wir auch gleich nochmal reinschauen. Genauso wie in dem Haus da drüben. Komischerweise hört die Musik gerade auf einmal auf. Musik ist weg.
Wir gehen erstmal zu dem Haus hier hoch, bevor wir uns weiter erkunden. Wir schauen uns einfach mal das Haus an und was es da Schönes zu entdecken gibt. Schön hier. Richtig schön. So, wir betreten mal das Haus. Mal schauen, was es hier gibt. Einen Zettel. Wir lesen ihn mal. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten. Hört mich. Großer Gesandter Focalor, ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben, versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aklon, Tetragramm und dann irgendwelche Schrift, die ich jetzt nicht gerade so gut kenne. Hier ist jetzt irgendwas los. Geht es hier hin? Hier kommen wir irgendwie ins Haus rein. Und hier ist eine Tür offen. Noch eine Tür. Komischerweise ist da draußen das Windgeräusch weg. Bloß hier ist es noch da. Wir gehen mal hier durch. Nur ein bisschen schauen. Die können wir noch tauschen. Was? Hier haben wir einen Tisch. Hier hängt immer so ein Seil runter anscheinend. Okay. Wir tauschen mal. Okay. Jetzt kommen wir in diesen Raum. Das scheint auch der richtige Raum zu sein, weil die Tür kann man nicht mehr bewegen. Wir tauschen. Möglich ist es. Aber ja, wir haben die richtige Tür jetzt erwischt wieder. Und da sind wir wieder im Treppenhaus und können hier zum Dachboden, wo es sehr wüst aussieht, muss ich mal so zugeben. Und wir werden hier nochmal schauen. Hier müsste jetzt theoretisch ein Dachboden nochmal sein, genau. Und da sind wir im Dachboden auf der anderen Seite. Und was gibt es hier? Bücher. Aber sonst anscheinend nichts weiter. Ich hatte gehofft, wir finden vielleicht hier auf dem Dachboden noch eine Notiz, aber leider nicht. Gut, dann gehen wir wieder runter. Gehen durch diese Tür noch einmal. Die kann ich auch nicht tauschen. Doch hätte ich tauschen können anscheinend. Mist. Jetzt sind wir wieder hier. Ich würde sagen, hier kommt ein Hallo? Ich möchte gern tauschen. Kann ich nicht. Huch. Das ist wieder dasselbe. Ach nein, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, oder? Müssen wir. Ach Mann. Also muss gleich eine Wand hier sein. Das sieht gut aus. Das sieht doch nicht so gut aus. Wir gehen mal hier hinter. Das sieht richtig aus. Das sieht doch nicht richtig aus. Boah, das ist jetzt echt grausig hier. Das kann nicht stimmen. Das könnte stimmen. Ja, das hat gestimmt. Okay. Anscheinend müssen wir hier die Räume zusammenfügen. Müssen hier an einem Fenster. Und das passt wieder. Das hat doch nicht gepasst. Ach, ich wäre blöde.
Na, das ist wieder der Anfang. Ich würde gern tauschen. Kann ich hier nicht? Hier? Kann ich hier tauschen? Nee, kann ich auch nicht. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Schön. Aber die Tür haben wir jetzt gefunden hier. Und hier ist nichts weiter da. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal nach oben gehen und schauen, wie es da aussieht. Das ist natürlich ein bisschen Rätselraten jetzt. Aber, ach, wir müssen das erstmal wieder starten anscheinend. Na. Das Haus der 1000 Türen, ich glaube so nicht die Folge. So, los geht's noch einmal. Das ist falsch. Ich würde das gern tauschen. Ja. Das kann ich tauschen. Hier weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, ich nehme mal die. Ja, richtig gewesen. Gut. Das sollte fast passen. Ja, super. Das passt auch. So, jetzt müssen wir hier noch schauen. Das nicht, das auch nicht, denke ich. Das. Jawohl, ich denke, das war richtig. Die Tür haben wir jetzt gefunden gehabt. Hier müsste jetzt das Treppenhaus kommen, denke ich mal. Ja. Genau, das ist wieder richtig. Hier muss irgendwas kommen, wo hier an der Seite eine Wand ist und keine Tür. Also danach sieht es ganz gut aus. Genau. Da haben wir das jetzt gefunden. Aber hier liegen überall keine Zettel. Tauschen nochmal. Das sieht gut aus. Das sieht noch besser aus. Jawohl. Super. Ah, hier liegen nirgendwo Zettel. Und hier müssten wir eigentlich ins Treppenhaus wiederkommen. Sieht gut aus. Ja, super. Da haben wir jetzt das fertig. Das komplett fertig. Jetzt gehen wir noch ins Dachgeschoss und machen noch die letzte Tür. So, hier waren wir ja schon bereits. Und das müsste eigentlich die letzte Tür gewesen sein. Oder haben wir etwas vergessen? Sehr komisch. Wir gehen noch mal eine Etage tiefer und schauen, ob wir noch etwas vergessen haben. Ja, hier ist noch eine, zwei Türen. Drei Türen noch. Das könnte natürlich alles passen. Alles nicht so einfach. Ich weiß es nicht. Nein. 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 Das Ganze ist, wenn wir jetzt die falsche Tür haben, dann können wir jetzt gleich noch einmal von vorn beginnen. Muss ich mal kurz schauen. Also das Haus geht noch ein Stück tiefer. Also das kann schon mal nicht das sein. Und da wir jetzt im Erdgeschoss sind, hier sehen wir, was ist das? Sind das Treppen? Da ist eine Tür. Ist hier eine Tür? Nein, hier ist keine Tür. Also ist das auch wieder das Falsche. Dann kann eigentlich nur noch das Richtige sein. Boah, hier sieht es sehr dunkel drin aus. Also ich glaube, hier gibt es nichts weiter zu holen. Ja, okay, da haben wir jetzt noch diese zwei Türen vor uns. Die auf keinen Fall. Das könnte jetzt beides sein. Wir können jetzt nur raten. Ach, Mann. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder anfangen, oder? Ja, wir müssen wieder anfangen.
Los geht's. Auf ein neues. Ich sehe schon, die Folge wird etwas länger werden. Wir machen einfach hier durch. Schwupps. So, hier war der Gang mit Treppe. Zack. Hier war der kleinere dunkle Raum. Den Raum hatten wir bis jetzt noch nicht. Und hier hatten wir jetzt den Raum mit den zwei Fenstern. Also nehmen wir das mit dem ein Fenster jetzt. So. Da hätten wir das jetzt geschafft. Sind hier durch. Und dahin, die Tür lasse ich jetzt erst einmal offen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. So, hier. Ich glaube, das war's. Jo. Hier war ein kleiner Raum. Ja. Und hier war das Esszimmer, was heller war. Zack, okay. Wenn man sich etwas merken kann, dann geht das schon. So, hier muss ein Fenster drin sein. Das. Hier muss ein größerer Raum sein. Das. Und hier muss wieder das Treppenhaus kommen. Das. Okay. Da hätten wir das jetzt. Gehen nochmal in die obere Etage, machen das letzte fertig. Okay. Da hätten wir jetzt die Sachen alle. Gehen jetzt nochmal nach ganz unten und suchen einfach mal oder schauen einfach mal, was wir an der letzten Tür noch machen müssen. Das ist es, glaube ich, nicht. So hell kann auch nicht sein. Ach, ich bin mir unsicher. Und da sind wir jetzt in irgendeinem gruseligen Raum, wo ein Kopf hängt. Wir lesen mal den Brief. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm, aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers, doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus. Why are you So. standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Ja, das haben wir schon gelesen gerade. Jetzt sieht natürlich der Raum etwas anders aus. Also es wären wir irgendwo, ja, als kämen wir irgendwie in die Geschichte direkt hinein. Brand legt Alkoholschmuggler frei von Daniel Josephson. Bayfield County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Otgen einen Brand bekämpften. Den Beamten zufolge beinhalteten die Brennereien einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubte Baffy County Sheriff Hank Scheffel, es könne sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch eine weitere Brennerei geben könnte. NASA startet ATS-6-Satelliten von Associated Press.
Cape Canaveral, Florida. NASA startet heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikation. Der Application Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Ja, schön. Wir öffnen die Tür. Quietsch. Und sind hier in dem verbrannten Haus. Wir gehen direkt einmal hinunter. Und der Zettel hier ist weg. Gibt es sonst noch etwas hier? JR. Okay. Keine Ahnung, wer JR ist. So, ja, da haben wir jetzt dieses riesige Haus jetzt endlich durchforstet. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns das Haus mal vornehmen. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.